Oh. Was passiert? Okay, ich bin drin. Und damit herzlich willkommen zu Pools. Das ist ein Horrorspiel. Ich will mich gar nicht mehr wieder umdrehen. Boah. Das ist ein Horrorspiel. Was soll... Oh, ich gehe aber sehr, sehr langsam. Oh, das ist aber ganz komisch, wie ich laufe irgendwie. Auch wie sich das bewegt irgendwie. Das ist ein Horrorspiel. Oh mein Gott, das ist ja ganz, ganz weird. Ich kann es doch gar nicht in Worte fassen. Kann ich ins Wasser gehen? Alter. Oh mein Gott, ich kann es doch gar nicht in Worte fassen. Vorne steht, man darf hier nicht runterfallen. Nee, es ist rutschig. Das ist ein Horrorspiel. In die Richtung Backrooms. Ich glaube, die Back... Ente. Hallo. Alles gut? Oh, oh, oh. Oh mein Gott, ich habe sie einfach nur anberührt. Ey, ich hasse Horrorspiele über alles, ne? Dieses Spiel geht in eine Richtung wie Backrooms. Also die Backrooms, ne, ich gerade schon gesagt, sollten euch, glaube ich, allen ein Begriff sein. Gibt ja Videos mit Millionen von Aufrufen dazu und Geschichten und keine Ahnung was. Spiele, die einfach mit Ängsten spielen. Enge Räume, dunkle Räume, laute Lautstärken, ganz leise Situationen. Hier vorne geht's, glaube ich, nicht weiter. Da brauche ich, glaube ich, nicht ans Ende gehen. Im Wasser kann ich auch so einen Tick schneller gehen. Dieses Spiel hier ist aber ein bisschen sanfter als Backrooms. Es hat keine Monster, keine Gegner, keine Gewalt. Es ist aber trotzdem auf Steam, also auf der Plattform, wo man sich diese Spiele runterladen kann, eingeordnet, von da vorne komme ich, als Horrorspiel. Und dort wird gesagt, dass es so einen Rätselcharakter-Horrorspiel hat. Und irgendwann fürchtet man sich, weil man nicht weiß, wo man lang muss. Man findet immer irgendwelche neuen Sachen. Da unten geht's nicht lang. Hier ist ein Labyrinth. Ja, das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Ich glaube, es geht irgendwie darum, dass ich an einer Stelle reingegangen bin, wahrscheinlich hier. Und ich muss irgendwie nach da oben, da ist der Ausgang. Oder andersrum. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal ein bisschen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mir nimmt es natürlich so ein bisschen die Angst. Nee, wir gehen nicht erst ins Dunkle. Mir nimmt es natürlich so ein bisschen die Angst, dass hier angeblich keine Monster sind. Und ich glaube der Beschreibung und den Leuten auch. Weil irgendwer wird sonst... Da werden nicht alle an einem Strang gezogen haben. Also wenn hier jetzt ein Jump... Also wenn hier jetzt ein Jumpscare kommt, das wäre schon abnormal asozial. Sieht echt alles sehr, sehr aus wie die Backrooms, ne? Richtig krass. Hier vorne ist ein Stuhl. Einfach nur ein Stuhl, wo man sich anschauen kann, wie sich zwei Baguettes gegenüber sitzen. Hier vorne geht's wieder runter. Das Spiel spielt wirklich mit dem Verstand eines Menschen, beziehungsweise mit dem Spieler. Und lotst einen immer irgendwie neue Räume rein und man muss irgendwie den Ausweg finden. Ich war hier doch schon, da bin ich blöd. Oh, oh, oh. Uiuiui, komm, wir gehen mal ins Dunkle. Das ist auch sehr krass von der Grafik, ne? Auch immer dieses Wasser. Ein sehr, sehr enger und sehr, sehr dunkler Gang. Ich gehe erstmal hier vorne lang. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise zumindest suggeriert mir das Spiel das so ein bisschen, als wenn wir den Ausgang finden müssten und dann ist es vorbei, weil das ist Kapitel Nummer 1 von 6. Es gibt 6 Stück. Der hier zeigt, der Ausgang ist in die Richtung. Da ist ein Lüftungsschacht. Ich habe mir bisher noch keine Orte gemerkt. Thank you.
Alter, ist das dunkel. Nein, 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 hier ist das Labyrinth. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Von wo komme ich denn jetzt? Ich verstehe es gar nicht mehr. Wir sind vorhin nach rechts gegangen ins Helle. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nein. Das kann nicht sein. Das verändert sich doch alles. Da vorne war der Lüftungsschacht. War hier vorhin schon so eine Säule? Geht's hier links irgendwo lang? Hier geht's nirgendwo lang, da auch nicht. Und ich glaube, hier auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall deutlich dunkler. Hier geht's aber auch nirgendwo lang. Verändert sich das alles und verschiebt sich das alles so ein bisschen? Ich habe ja schon mal so ein Horrorspiel gespielt, wo sich alles dann plötzlich verschoben hat. Und man plötzlich links gegangen ist, wieder links, dann ist man zurückgegangen, dann war man plötzlich in einem anderen Raum. Das ist aber auch nicht normal, dass es hier plötzlich so dunkel wird. Also ich bin zum Glück niemand, der jetzt Angst vor sehr engen Räumen hat oder vor sehr dunklen Räumen. Deswegen das gerade triggert mich zum Glück alles nicht so krass. Aber es ist schon... Ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr geiles Spiel, wenn es wirklich so ein Labyrinth-Spiel. Nein, das ist der Start. Wir sind wieder am Anfang. Ja, wir müssen anscheinend einen Ausweg finden. Was passiert hier? Ich bin in diesem Loch drin. Aber hier geht's nirgendwo lang. Also ich laufe nach hinten, es geht nicht weiter, ich häng fest. Nach rechts geht nicht, ich häng fest. Nach links geht auch nichts und wenn ich mich umdrehe, nur dunkel. Nach oben geht nichts. Ich muss wieder raus. Alter, oh mein Gott, ich habe eigentlich nicht Angst vor engen Räumen, aber da drin... Uff, wir wollten euch eigentlich gerade eine Timelapse einblenden, beziehungsweise die ging ja auch relativ schnell dann einfach. Weil ich bin gerade zum ersten Mal in diesen Raum da reingegangen. Da kamen auch so ganz komische Sounds, habt ihr ja gehört, aber ich weiß nicht, wo lang. Wir waren in jedem Raum. Das kann doch nicht sein. Ich war in jedem einzelnen Raum. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Kam ich von hier schon? Oh. Oh nein. Sag nicht, das ist der Ausgang. Och Mann! Habe ich den Ausgang gerade kaputt gemacht? Ich bin ganz ehrlich, Leute. Ich bin überall rumgelaufen, meiner Ansicht nach. Ich habe auch einen relativ guten Orientierungssinn. Ich glaube, dass ich... Oh mein Gott, ich dachte gerade, hier war jemand, aber das sind nur die Schatten. Boah, ich habe direkt Gänsehaut am ganzen Körper immer bekommen, ne? Von sowas. Ich wollte sagen, ich habe einen relativ guten Orientierungssinn und ich glaube, dadurch, dass ich in dieses Loch reingegangen bin, haben sich diese neuen Räume hier erschlossen gerade. Die sind jetzt neu ja, wo laufe ich jetzt lang? Hier geht's nicht lang. Der hier führt wahrscheinlich woanders hin, denke ich mal. Nee. Alle fünf gleich. Diese Räume gab es vorhin noch nicht. Hier links ist nichts. Hier rechts unten, das ist auch so ganz komisch. Das erinnert mich alles an so Hallenbäder aus meiner Schulzeit. Ey, ich hab so Schiss, Mann. Die Räume gab's vorher noch nicht. Kann man hier rein? Nee. Ich
gehe jetzt erstmal hier rechts. Die Räume gab es vorher noch nicht. Für so viele Leute, wenn ihr das zu Hause gerade guckt, auf dem Fernseher im Dunkeln. Das ist nicht angenehm. Das ist wirklich nicht angenehm. Hier ist eine Wendeltreppe nach oben. Ich glaube, wir haben es. Ich bin jetzt nicht in die anderen Räume reingegangen. Ich bin jetzt direkt da reingegangen, was mir aussah wie der richtige Weg, weil es halt so klein war. Wenn hier gleich irgendwo nochmal so eine Ente kommt, ne? Ich habe mich bisher am meisten vor diesen Gummienten erschrocken. Ich schau gar nicht nach oben, ich schau nur auf die Treppen. Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin bei der Rutsche. Nein, 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 die Rutsche kommt auch safe. Ach, ich kann auch hier runtergehen. Komm, wir rutschen. Geht schneller, ich bin mal gespannt. Das funktioniert. Das funktioniert. Da habe ich auch schon wieder Schiss, dass da irgendwie was kommt. Ey, okay, ich weiß mittlerweile, was die alle meinen, dass das Horrorspiel mit irgendwelchen Ängsten spielt. Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ganz, 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 ganz weird. Dieses Horrorspiel ist wirklich... Da rechts geht's nirgendwo lang. Hier muss ich wieder durch. Also es ist nicht so ein krasses Labyrinth, wie ich dachte. Oh Gott, wieder ins Wasser. Wieder ein langen Wassergang. Es ist nicht so, es geht nicht so an einem vorbei, wie ich dachte. Also ich weiß nicht, wie es für euch ist. Für mich ist es halt gerade in meinem dunklen Raum hier. Klar, mit den Flutlichtern, aber hier auf Fullscreen dieses Ding hier zu zocken. Ach du Scheiße. Ey. Ich weiß es nicht mehr. Wo geht's denn jetzt lang? Also das ist... Oh mein Gott, das hätte ich mir merken müssen, ne? Oh mein Gott, das ist das, was da angezeigt wurde. Och nee, hätte ich mir davon mal ein Foto gemacht. Also ich weiß nicht, dass der Ausgang irgendwo da sein müsste. Irgendwo hier so lang. Ist was. Ist mir so egal. Ich glaube, hier links müsste der Ausgang sein, so wenn ich mir das richtig gemerkt haben sollte. Ja, guck mal. Boah. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass hier ist eine Demo. Das ist eine Demo von dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich dachte, es wäre so ein 10-Minuten-Ding. Ich habe noch nie Backrooms gespielt. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Backrooms spiele, schreibt es mal unten in die Kommentare. Aber das hier ist für mich gerade schon... Also ich bin niemand, der vor so dummen Sachen Angst hat. Dunkelheit oder irgendwie so. Bei so Horrorspielen, ich krieg's mit Jumpscares und allem möglichen. Was ist denn da oben? Hier sind wieder Stühle. Geht bestimmt eine Leiter hoch, ne? Nee. Doch, da oben ist nur eine Leiter. Oh, ist mir jetzt auch egal. Ich laufe hier vorne lang. Ich will hier raus. Ich habe dieses Video hier ist eigentlich schon längst vorbei. Ich dachte, wie gesagt, es geht viel kürzer, aber ich will jetzt hier raus. Ich muss hier raus. Sonst kann ich nicht schlafen, gefühlt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wenn jetzt hier ein Monster kommen würde und sich immer nähern würde, das wäre krass. Ah ne, ich hab's durch.
Ich hab's durch. Und der Rest kommt dann in der Vollversion. Wenn ihr wollt, wenn das Spiel raus ist, ich glaube, das kommt in einem Monat, dass ich Version 2, 3, 4, 5, 6 spiele, lasst einen Daumen hoch und ein Video da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um das Video dann nicht zu verpassen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so an meine Nerven geht. Zu Beginn dachte ich mir, oder zwischendrin dachte ich mir so, komm, easy, bla bla. Aber sobald ich in diesem komischen kleinen Raum war und der Rest sich dann geöffnet hat, dann bin ich nur noch durchgesprintet. Ich wollte es einfach nur noch beenden. Aber man muss es anscheinend durch den Tod beenden. Wir sehen uns morgen im neuen Video wieder. Haut rein, ciao.